Einkaufswagen war viel zu klein oder ihr habt vergessen, Schnittchen für die Helfer vorzubereiten. Den ganzen Tag erzählt ihr uns schon von euren Umzugspannen. Auch bei uns ziehen ja gerade neue Kollegen ein, Baumann und Klausen. So ein bisschen stressfreier kann Umzug werden, wenn ihr euch von einem Umzugsunternehmen helfen lasst. Claudia Rinke ist Inhaberin der Umzugsfirma Schlums in Hannover. Moin Claudia. Ja, hallo Celine. Claudia, du als Profi, was war so der größte Umzug, den du jemals erlebt hast? Oh Gott, naja, also so ein Umzug kann schon über eine ganze Woche gehen. Wir hatten einen Privathaushalt, da fährt man dann nicht einmal mit dem LKW, sondern mit zwei Mannschaften und vier LKWs. Also das gibt's schon. Wow, das ist ja der Wahnsinn, das kann man sich kaum vorstellen. Gibt es da eine Geschichte, die dir so besonders in Erinnerung geblieben ist? War vor gar nicht allzu langer Zeit ein Kunde, der hatte seinen Autoschlüssel in einer der Kartons zurückgelassen. Als er dann mittags los wollte, stellte er fest, dass sein Autoschlüssel weg war. Oh. Und dann kam es, oh Gott, Hilfe, der ist ja in der Kleiderkiste. Und die war natürlich ganz hinten im LKW. Das heißt, sie haben komplett nochmal alles ausgeräumt, bis der Kunde an seinen Schlüssel kam. Oh Gott, der muss ja ein so schlechtes Gewissen gehabt haben. Ja, das war dann nicht ganz so glücklich. Aber ich glaube, der hat sich bei den Kollegen dann revanchiert. Ich weiß nicht mal genau wie, aber der hat es irgendwie wieder gut gemacht. So wenigstens etwas. Und hast du als Profi noch Tipps und Tricks für uns, ja, Umzugsamateure? Also vor allen Dingen rechtzeitig anfangen. Also viele unterschätzen so die Zeit, die es braucht, um zu packen. Wirklich 4 Wochen mindestens einrechnen. Und dann die Anzahl der Kartons. Das wird auch ganz gerne unterschätzt. Oh ja. Also das ist ganz häufig, dass ich in den Haushalt komme und die Leute sagen dann, ach, bringen Sie mal 20 Kartons, das wird reichen. Und ich gucke einmal durch den Haushalt und sage, nee, wir sind bei ca. 100. Und dann schließe ich gerne Wetten ab. Also nein, es sind in der Regel mehr, als der Kunde denkt. Und man kann so pro Person 20 bis 25 bestimmt rechnen. Claudia, danke dir für diese Tipps. Sehr gerne. Und auch für die Geschichten und die Einblicke. Sehr gerne. Danke, schönen Tag.